Weiter geht es. Wir machen uns auf den Weg, die Gefangene zu rekrutieren, wie angekündigt. Dafür müssen wir aber fliegen. Okay, hier unten, ich finde... Treibstoffreserven bei 50%. Was passiert eigentlich, wenn ich da bleibe und dann keinen Treibstoff mehr habe? Gefängnis Purgatory. Schauen wir uns an. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, was für eine Rasse das ist. Ist das wieder eine Asari? Cool bleiben. Nach dem Einsatz einer Kraft sind alle anderen Kräfte während der kurzen Ablenkzeit nicht verfügbar. Ich finde die Kombination aus Miranda und Jacob ist sehr gut. Jacob ist so die Frontline, hält viel aus, ballert mit der Shotgun gern ein bisschen drauf. Und Miranda ist eher so wie ich, plus sie kann Tech-Dinger machen. Einen Scharfschützen werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, wenn übernehme ich den Job, deswegen muss Garrus bleiben. Morden Solis wäre eine Möglichkeit statt Miranda. Oder auch statt Jacob, wenn man nicht gerade so einen Bulligen vorne braucht. Es kostet 4, ne? Ich habe keine zu... Jetzt, okay. Haben die das eigentlich auch übernommen? Okay, ja, die haben anscheinend automatisch direkt die besseren Optionen genommen. Das ist gut. Auf zu Purgatory! Ja, das sind Blue Suns. So, hier? Okay, nichts, das ich aufsammeln kann. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Curran. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Stimmt doch irgendwas nicht. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind und dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben. Für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Können Sie mir etwas über Jack erzählen?
Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. An so einem Ort gibt's bestimmt Fluchtversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Das kommt mir irgendwie nicht ganz koscher vor, das... Commander, sehen Sie diese Scheiße? Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Hey, hey, Leute hier drüben. Na, wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit 3 Monaten nicht mehr geduscht. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimi. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimis Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch, wirklich,
Irgendwas zu sehen. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird nach Abschluss des Krümel-Auftauchens dorthin geführt. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Sehr eigenartig alles. Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren! Okay, warte, wie konnte ich die Dinger ziehen? Also 1 ist Adrenalinstoß, 2 Disruptor, 3, okay. Überlastung auf der 4. Warp auf der 5. Verband, nee. Komisch gewesen, wenn es einfach so ein Deal wird. Fenster und behaupte mal, es wäre billiger für den Typ nicht hier gewesen, nicht einfach gehen zu lassen. Ja, Element Zero nehme ich gerne. Das mache ich gleich. Medizinische Station plündern. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Jede Tür. Wir müssen da runter.
Kampf. Okay. Ich kann nur einen von denen looten. Was das wohl ist. Ah, okay, deswegen. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Check umlegen! An die Checks! Abriegeln! Abriegeln! Also ich muss kurz hier. Das machen wir auf die 8. 1, 2. 3, 4. 6, 7. Okay. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. Abriegeln der Blöcke 4, 7 und 8. Nee, der lebt noch. Ja, gut. Ja.
wieder auf die Waffe. Front 1. Verteidigungssysteme aktiv. Die Schwerkraft ist ganz schön viel. Kann ich die Waffen durchwechseln? Perfekt. Finden Sie Jack! Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Was? Hier? Ich brauche Muni am besten für das Dings. Nicht nur für Maschinengewehr, ich brauche Sniper-Muni. Ooh.